Sagen wir uns Myers, das Mauerblümchen der Schule. Sie würde dir einen harten Wettkampf bieten, Max. Hey, Chloe. Hey, Chloe. Hey, Samantha. Hey, Samantha, was liest du da? Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Eine Frage? Das habe ich letztes Jahr im Englischkurs von Miss Heuder gelesen. Ich dachte nicht, dass du Hausaufgaben machst. Tue ich auch normal nicht, aber das Stück war echt gut. Was hat dir daran gefallen? Ich kenne Wer hat Angst vor Virginia Woolf nicht. Aber man hört es immer wieder als Referenz in Filmen oder Serien. Vielleicht sollte ich mich schon damit beschäftigen, I don't know. Aber ich habe keine Ahnung, ob es lustig oder traurig ist. Oder beides? Maybe? Bei dem Wetter viel trinken, am besten Wasser, kein Bier, auch wenn das verlockend ist. Damn, ein kühles Bier wäre jetzt was. Oh mein Gott. Ich habe zum Glück sehr viele Gründe, keinen Alkohol zu trinken und ich bin sehr froh darum und sehr glücklich. Aber Wasser ist auch völlig in Ordnung. Tatsächlich ist bei euch heute auch kühl. Also bei mir ist den ganzen Tag mega kühl einfach schon. Ich meine, klar, hier drin sind es trotzdem, ich gucke gerade, 28,8 Grad. Aber trotzdem, ich war heute Morgen um 9 draußen, ab 9 so bis halb 11 und es war so kühl. Also nicht kühl genug, um mir eine Jacke anzuziehen, aber halt einfach so kühl. Heute war besser. Ich glaube, weil es gestern geregnet hat, I guess. Aber trotzdem viel trinken und trotzdem Sonnencreme benutzen, ihr Lieben. It's funny. The title's actually a play on the es ist witzig, der Titel ist ein Wortspiel zum Spiel Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? And that's das ist funny? Witzig. It is if you're the wolf. Wenn du der Wolf bist. Sure if you're joking. Machst du Witze? Entschuldige, ich bin manchmal etwas langsam. I'm a little bitchy sometimes. Ich bin manchmal ein Miststück, also cool. Alles okay. People always say that. Die Leute sagen das dauernd, but aber ich denke, du bist... Actually... Sorry, Chloe. Entschuldige, Chloe, niemand no sagt sowas. Like ich weiß überhaupt nicht, wovon ich rede. I don't know what I'm actually talking about. Ja, schon klar. I bet. Ja, das wette ich. Ja, blöd, wenn man so ehrlich ist, ne? Aber... Chloe hat eine gute Außeneinschätzung, I guess. Und dadurch halt auch eine gute Selbsteinschätzung, ne? Jetzt können wir uns endlich um Steph und Mikey kümmern. Das wird ein bisschen länger dauern, hoffe ich. Wenn ich gewusst hätte, dass der himmlische Rächer blutig ist, hätte ich ihm einen Trank gegeben. Es war eine Herausforderung. Ein Trank hätte nicht geholfen. Herausforderung? Es ist Teil eines Tabletalk-Spiels, das wir spielen. Du würdest es nicht verstehen. Wetten das? Ich trinke auch selten Alkohol und wenn, dann Bier beim wöchentlichen Vereinsabend aus dem Getränkekühlschrank oder wenn ich eine Rollenspielrunde leite. Das ist genau der richtige Moment für dich im Spiel. Für mich zu Hause kaufe ich mir das nie. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, das finde ich sehr schön. Hallo Jay, einen wundervollen, cuten Abend, ein schönes sehr gefunden hast. Freue mich sehr. Aber ja, Alkohol ist so eine Sache. Ich habe da eine recht feste Meinung, aber so, jeder soll tun, was er möchte. Das ist völlig in Ordnung. Und genauso habe ich halt die Entscheidung getroffen, keinen mehr zu trinken, aus diversen Gründen. Und das ist genauso okay. Give me a break, Nerds. Nur noch halblang. Ich habe schon von Tabletop-Spielen gehört. Cool. Got my DVD. Hast du meine DVD? One Blade Runner. Einmal Blade Runner, Director's Cut. Bitte sehr. Sweet. Super, $5, richtig? Keep it. Behalt. Ich bin einfach froh, dass jemand die Klassiker schätzt. Du hast sogar nach dem Director's Cut gefragt, der die beschissenste Erzählstimme mit den irren Traumsequenzen ersetzt. Träume sind besser als das echte Leben. Das ist mein Motto. Stimmt. Hey, weißt du, ob Rachel auf Spiele steht? Rachel Amber? Das fragst du mich? Wart ihr zwei nicht gestern zusammen weg? Oder war das nur was Freundschaftliches? Ich würde da gerne was anderes antworten, ne? Wenn jemand da gar nichts trinkt, auch kein Problem. Ja, das ist cool. Das ist das Wichtigste, würde ich sagen. Was kümmert es euch? Ist so passiv-aggressiv. So. Wir sind keine Freunde, das ist aber gelogen. Oder ja, ich weiß nicht. Ja, okay, machen wir das. Warum willst du das wissen? Das ist eine bessere Frage. Steph ist verkrankt. Chloe, du solltest mitspielen. Yeah. Ich habe gerade keine 50 Stunden Zeit, aber danke.
fühle. Wir sind am Ende einer Kampagne, also sollte es nur so 20 Minuten dauern. Was musst du sonst noch vor der Schule erledigen? Wir haben sehr viel Zeit vor der Schule. Wir sind anscheinend sehr früh da gewesen. Hallo? Na klaro. Ach, was soll's. Spielt ihr Nerds. Hier ist ein Charakterbogen. Du bist eine Elfenbarbarin. Ich bin absolut eine Elfenbarbarin. Kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß, ich bin gut. Fangen wir an. Ich mag Steps so sehr. Ihr beide seid berühmte Helden im Königreich Avernon, ein einst friedliches Land, doch jetzt wegen der blutrünstigen Räuber des Schwarzen Bruns in Trümmern liegend. Allein habt ihr euch einen Weg durch das Räuberlager gekämpft. Bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. Ah, ich heb meinen Stab zum Gruß des Konstantins. Ich bin Elamon, Zauberer des dritten Zirkels, oberster Ratgeber von König Tiberius und Verteidiger Avernons. Stell deinen Charakter vor. Ja, okay, ich bin eine Elfenbarbarin namens Calamestia. Das klingt so cool. Sie sind ernst. Finde ich cool. Ich stehe drauf, nicht schlecht. Die zwei Helden. Moment. Elamon beäugt die Elfte vor sich argwürdig und sagt, ich bin hier, um Durgeron, den Unversehrten, zu bekämpfen. Im Namen von König Tiberius. Ich habe mal jemanden ein Schwert in die Brust gerammt und es ging durch und hat den Typen dahinter auch getötet. Ich habe Menschen Kebab gemacht. Ihr seid vor einer Gabelung mit drei Wegen. Links geht es zum Übungsplatz der Räuber. Rechts ist ihr Gefangenenlager. Which way do you go? Straight ahead, right? Geradeaus, oder? Wir sollten den Du-Typen umbringen. Elamon runzt die Stirn. Am Übungsplatz finden sich vielleicht gute Beute. Und sicher ist es unsere Pflicht, alle Gefangenen zu befreien. Deine Entscheidung, Neuling. Wo möchtest du hingehen? Es geht gerade so viel verloren, einfach weil der Text unten nicht steht. Es tut mir so leid. Es tut mir so weh. Warum? Was ist mit diesem Spiel los? Gehen wir zuerst zum Übungsplatz. Beute klingt gut. Gehen wir zum Übungsplatz. Loot klingt immer gut. Ist super. Als ihr im Übungsplatz ankommt, erblickt euch ein stämmiger Ork, der augenblicklich Alarm schlägt. Auf dem Übungsplatz befinden sich ein Dutzend Räuber. Okay, was machen wir jetzt? Ich wirke Ergels übertrieben. Du zauberst eine Welle aus Säure herbei, über die die angreifenden Orks hinweggespült werden. Sämtliche Räuber schreien vor Schmerzen auf. Und winden sich auf dem Boden. Du siehst, warum ich nicht wirklich einen Mitspreiter brauche? Der stämmige Ork-Offizier verbleibt. Er kommt auf euch zugerannt und schwingt seinen mächtigen Kriegshammer. Ganz deiner. Looten und leveln, ganz genau. Knaufschlag? Was? Kniestoß? Wir nehmen den fatalen Spalter. Okay, beenden wir es. Fataler Spalter. Du schwingst deine Großaxt mit beiden Händen nach unten. Der Ork blinzelt und spaltet sich dann wie ein Hotdog-Brötchen. Oh yeah, ich hab das Spiel raus. Es läuft gut. Was ist mit der Beute? Da der Übungsplatz jetzt ein blubberndes Säurebad ist, hat wohl kaum irgendwelche Beute überlebt. That's it. Dafür wirst du bezahlen. Mein Charakter hebt ihre Axt. Du wirst dafür bezahlen, die ganze Beute vernichtet zu haben, Elamon. Oh, ich hoffe, ich habe das Spiel damit nicht beendet. Bei meiner Ehre, ich entschuldige mich. Hier, nimm diesen Trank als Geschenk an. Oh, ich bin süß. Danke, Mann. Das ist cute. Was als nächstes? Zum Gefängnislager. Es wird Zeit, dass wir ein paar Leute befreien. Gehen wir zum Gefängnislager. Ihr erblickt ein Feld voller Eisenkäfige. In jedem davon steckt ein menschlicher Dorfbewohner.
only a small elderly Dash anfleht, ihn zu befreien. He notices you and in terror runs into one of the few empty cages and locks himself in. Nur ein kleiner. Oh, armer Kerl. Was ist ein Drachenartiger? Drachenartige sind wie kleine Drachenmenschen. Sie sind Arschlöcher. Ich wette, er hat alle Schlüssel. Oh, okay. Hey, sacke sich. Komm da raus. Der Drachenartige springt auf und ab und wedelt mit dem Schlüsselring herum. Er ruft etwas in einer fremden Sprache. Was auch immer sagt, es ist vermutlich nicht nett. Versteckst du einen nützlichen Zauber an deiner Robe? Nicht, dass dies den Käfig und alles darin in die Luft sprengen würde. Oh ja, komm, wir schüchtern ihn ein. Spock. Einschüchtern, das ist ein Talent, das ich habe. Kann ich? Ich will, dass der... Du kannst es versuchen. Was sagst du? Hör zu, du kleine Echse. Leider spricht er die gemeine Sprache nicht, also versteht er. Ich zaubere Kommunikation auf den Drachenartigen. Scheiße, echt. Er versteht jedes Wort, das du sagst, jetzt. Jetzt wird es Zeit für wahre Magie. Das ist eine Talentherausforderung, in der du versuchst... Oh, ich weiß, was das ist. Ich greife mir die Gitterscherbe des Käfigs und lehne mich nach vorne. Er weicht zurück und er schaudert in seiner schuppigen Haut. Was sagst du? Drachenfeindlinge. Oh, shit. Jeder weiß, dass Drachenfeindlinge sind. Deshalb verkriechen sie sich in Höhlen und kommen nur raus, um Feuer auf Schafe zu spucken. Das war ein Fehler. Der Drachenartige knurrt, schnappt nach dir und zeigt Zähne und Klauen. Die Hochgewachsene ist töricht. Drachen sind Götter, sagt er. Oh, verdammt. Götter. Ah, nein, das schmeckt nicht. Vielleicht warten wir einfach hier, bis du ein hoher Alter stirbst nach dem Typ. Was hab ich falsch gemacht? Dieser Tabletop-Shit ist hart. Versuch mal Solo zu spielen. Der Drachenartige schluckt den Schlüssel, zeigt auf seinen Bauch und dann seinen Hintern. Und lacht dich aus. Ich ramm meine Axt in seinen... Ich stoße meine Axt in den Käfig, direkt. Dann drehe ich ihn um und ziehe sie wieder heraus. Dann in den letzten Momenten vor seinem Tod halte ich den Schlüssel vor sein Gesicht. Und lache. Gut gerettet. Bin nicht mad, was ich verloren habe. Normalerweise würde ich sagen, du bist an der Herausforderung gescheitert. Aber das war so schauderhaft gut, dass du gewonnen hast. Oh yeah. Weiter so, Team. Warum lässt du nicht Gefangenen frei? Hätten wir gewinnen können? Ich weiß nicht. Schon dabei. Du befreist die Gefangenen und sie flüchten in Angst vor euch. Was jetzt? Na, jetzt geht's natürlich. Zeit fürs Zelt. Ihr betretet das Zelt und findet Durgaron. Oh, ist der große Kriegsherr, der Räuber des Schwarzen Brunnens. Auf seinem Thron sitzend und sich dort bequem gemacht hat. Mit einem riesigen Schwert. Ein riesiger, rotäugiger Minotaurus. Euer Land und eure Bürger gehören mir. Eure Taten hier sind bedeutungslos. Euer Königreich war schwach. Ihr seid schwach. Was für ein Arsch. Ich mach das. Ich wirke Xaylas katalystischen Feuerkegel. Das Feuer verpufft bei Berührung. Durgaron lacht wieder und hebt seinen rechten Arm, um seine Armschiene zu zeigen. Scheiße, alle meine Kampfzauber basieren auf Feuer. Außer deinem Säureschauer, aber den hat jemand ja benutzt, um vor Chloe anzugeben. Calamastia? Was passiert? Oh, brutaler Schlag klingt gut. Ich will den blöden Kuhmann in die Eier treten. Wie? Direkt in die Eier? Direkt in die Eier. Du verfehlst ihn. Durgaron bricht in Gelächter aus, als du ihn einmal vorbeistolperst. Er spießt dich mit einem Horn in der Seite auf. 8 Schaden. Aua. Was machst du als nächstes? Wutsturm klingt cool. Was ist Wutsturm? Wie ein Rammen mit der Schulter. Ein sehr, sehr wütendes Rammen. Okay, das mache ich. Du brüllst auf vor Wut. Okay, mach ich das mal. Hallo Trixie! Einen wundervollen, cuten Abend an dich und an deine mitgebrachten, wundervollen Leute. Hallöchen! Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich ganz doll.
Ihr habt Final Fantasy gespielt. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream und einen sehr, sehr schönen Abend. Mein Tag war so ein bisschen meh, deswegen dachte ich mir so, boah, ich brauche nochmal eine fette Portion Life is Strange, um den Abend schön zu beenden. Und deswegen lade ich euch ganz herzlich ein, euch zurückzulehnen und euch berieseln zu lassen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich noch mache, aber wir spielen gerade Life is Strange Before the Storm. Weil ich versuche, die ganze Life is Strange-Reihe in moderater Zeit im Stream zu spielen. Und wir sind gerade bei Life is Strange Before the Storm und sind gerade vor der Schule dabei, mit Steph und Mike D&D zu spielen. Heute das erste Mal angenehme Temperatur draußen. Darüber habe ich auch eben geredet vor ein paar Minuten. Habe ich gemeint, dass es so kühl ist heute. Also so, so kühl halt, ne? Also, das war heute echt angenehm, würde ich sagen. Haben wir aber auch alle echt gebraucht, würde ich sagen. In dem Clip da vorher gleich ein paar Zuschauer. Ich habe den Clip nicht gesehen. Ei, ei, ei. Aber ja, warum nicht, ne? Mein Stream ist eher 18. Aber ja, ich hoffe, du hattest einen schönen Stream und dass du dich jetzt gut erholen kannst. Nicht vergessen zu trinken und was zu essen, bitte. Und ich hoffe, du kannst dich jetzt den Rest des Abends ein bisschen entspannen und an alle anderen die herzliche Einladung, sich von meiner Entspanntheit noch ein bisschen anstecken zu lassen. Und wie gesagt, gerade mitten in die epische Schlacht mit Jergeron gelandet. Und an der Stelle mache ich weiter, sobald ich euch den Life is Strange Command gegeben habe, damit ihr Bescheid wisst, worauf ihr euch hier einlasst. Oder sowas. Und selber viel trinken und Chat auch. Okay, ich trinke. Aber ja, sehe ich auch so. No! Und da kommt sofort noch ein Raid nachgeschoben. Hallo Chichi, einen wundervollen, cuten Abend an dich. Und richtig toll, dass du mich besuchen kommst und mich raidest. Dankeschön. Das finde ich richtig, richtig toll. Vor ein paar Tagen habe ich in deinem Stream zugeguckt. Was hast du gespielt? Capybaras Bar, das war so cute. Und heute ist Lemon Cake. Warte, das kenne ich doch. Das ist mit der Bäckerei, ne? Das spiele ich auch gerade, aber privat, nicht im Stream. Aber voll cool. Ich fand's voll nice, was für Spiele du dir im Moment rausgesucht hast. Capybaras war es auch richtig, richtig toll. Es war so entspannt, dir dabei zuzugucken. Es war richtig. Deswegen hoffe ich, dass du einen schönen Stream hattest. Und ich hoffe, dass du heute nicht vergisst, was zu trinken. Und nach deinem Stream jetzt auch was zu essen vielleicht. Und dich zu entspannen auf jeden Fall auch. Nicht vergessen. Und direkt noch ein Shoutout. Ja, ist von den gleichen Leuten wie Capybaras Bar. Finde ich großartig. Ich finde es so schade. Also, die haben noch mehr Spiele. Alchemy Story will ich mir auf... Alchemy Story? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Will ich mir auf jeden Fall angucken. Und tatsächlich bin ich auch durch Capybaras Bar auf Lemon Cake aufmerksam geworden. Ich hätte ein bisschen gehofft. Also, es gibt so wenig Spiele, die wie Capybaras Bar sind. Das ist voll schade. Aber, weil die sind sehr unterschiedlich, Capybaras Bar und Lemon Cake. Aber Lemon Cake finde ich richtig, richtig cool. Außer, dass die Errungenschaften scheiße schwer sind. Also, wenn man Errungenschaften-Hunter ist, dann ist das Spiel nicht so geil. Aber, bisher hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel auf jeden Fall. Ist auch immer cool, so ein bisschen zwischendrin immer mal wieder zu spielen. Das mit den in den Schritt treten hatte ich auch mal in einer Fantasy-Rollenspielrunde. Ist das so ein Ding? Ich weiß nicht, ich würde da nicht auf die Idee kommen. Spieler hat gemeint, er macht das als Attacke und hat so gut gewürfelt. Der Gegner, der übrigens eine schwere Rüstung anhatte, war dann dead. Ja, voll nice. Richtig cool. Achso, wir spielen gerade D&D mit Steph und Mikey als Chloe in Life is Strange Before the Storm. Da seid ihr gerade reingeraten. Ja, Baras Bar war einfach so gut. Mega chaotisch. Ich lieb's. Lemon Cave war ganz gut, aber ich bin super müde heute. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich find's auf jeden Fall cool, dass du es nochmal geschafft hast, vor Samstag zu streamen. Und ja, hoffe, du kannst dich jetzt auch wirklich ein bisschen ausruhen, zurücklehnen und dich entspannen. Und ich würde mal sagen, wir machen hier mal weiter, bevor jetzt noch ein Raid kommt. Und wir noch ewig hier sitzen. Du brüllst auf vor Wut und stürmst los. Jergeron ist vorbereitet, auszuweichen. Du rammst ihn mit deiner Schulter, wirfst ihn zurück und richtest ein wenig Schaden an. Oh yeah.
Und jetzt? Der Vernichtungsschlag. Oh, heilige Scheiße, Vernichtungsschlag, das klingt schön krass. Komm, eins, nein! Bad, right? Oh Mann! Not for das me. Ist schlecht, oder? As nicht für mich. Step, bei deinem ersten Schritt stolperst du über einen Stein und brichst in einen klirrenden Haufen aus Metall auf dem Boden zusammen. Mikey, roll a reflex save. Deine Axt schwingt wild zur Seite. Oh, Mikey. No. Würfel, um zu saven. Drei! Deine Axt trifft Elamons Bein. Beine, plural. Sie trennt beide Füße an den Knöcheln ab. Von ihm? Oh no! Das tut mir voll leid. Durgaron bewegt sich auf den verstümmelten Elamon zu. Oh shit. Ich hab dir gesagt, das ist mein bester Boss. Du hast mir nicht gesagt, dass mein Charakter vielleicht stirbt. Durgaron nähert sich und stampft mit seinen blutigen Hufen zu. Stampf, stampf, stampf. Das ist alles meine Schuld, irgendwie. Was soll ich tun? Ja, okay. Kann jetzt keiner dafür, dass die beiden so schlecht rollen, aber what the heck? Ich tanze. Ich weiß nicht. Scheiße, ich tanze, um ihn abzulenken. Du tanzt, ist einfach, um ihn abzulenken. Das ist einfach die beste Variante. 16? What? Dein grausiges, arithmetisches Tanzen ist doch kurioserweise fesselnd für Durgaron. Er hält inne das Schwert in der Luft 10 Sekunden lang. Okay, Durgaron wendet seine Aufmerksamkeit jetzt dir zu. Zeig, was du kannst. Er stürmt los und sticht wild mit seinem Großschwert drauf los. Oh, komm. Shit. Ah, oh no. Dein Ausweichversuch schlägt fehl. Durgaron lacht, während er dich auf seine Klinge aufspießt und hochhebt. Im Ernst? Wegen der blöden Armschiene kann ich nichts machen. Tut mir leid, Chloe. Hey. Ich hab dir die Füße abgehackt. Wir sind quitt. Du fühlst, wie dich deine Kraft verlässt. Während Durgaron dich überhebt. Es tut so weh. Was tust du? Was ist vielversprechender? Das Offensichtliche oder das Nicht-Offensichtliche? Oh, das ist so gemein. Oh, das ist so eine gemeine Entscheidung. Ah, machen wir mal hier. Ich schlage mit meiner Axt nach seinem Arm. Dem mit dem Feuerschienending. Oh, das ist smart! Das ist so smart! Daran hab ich nicht gedacht! Du musst eine hohe Zahl würfeln, um zu treffen. Du bist fast tot. Natural 20. Yeah! Deine Axt hackt auf seinen Arm ein und schlägt ihn vollständig ab. Seine Armschiene der Feuerimmunität fällt zu Boden. Ich zaubere Gengumis Feuerschlag der Flammen. Oh man. Du legst auf den Boden und wirkst einen flammenden Speer, der aus deinen Händen in Durgarons Brust schnellt und ihn durchstoßt von innen nach außen. Durgaron ist besiegt, aber deine Wunden waren zu schwerwiegend. Ich fürchte, Calamastia ist besiegt. Ich bin tatsächlich traurig. Besser als Held sterben, anstatt als Feigling zu leben. Das hat Spaß gemacht. Sieh dir meine Zeichnung an. Mikey kann echt gut zeichnen. Das ist so cool. Das war so nice. Das hat so Spaß gemacht. Das war eine richtig coole Runde und ich bin mega stolz, dass wir gewonnen haben. Obwohl es mittendrin gar nicht mal so cool aussah. Freut mich, dass du Spaß hattest, Chloe. Ja, mit dir ziehe ich jederzeit in ein Abenteuer. Mal sehen. Danke fürs Spielen, Nerds. Ich finde die so cool, ich liebe Steph so sehr. Ist so nice, dass die da einfach sowas reingebaut haben. DVD abgehakt. Nächster Halt, Chemie. Oh, Freude. Na dann, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass es an der Treppe weitergeht und ich glaube... Ah, oh, Victoria haben wir noch nicht. Oh, okay, dann reden wir mal mit der. Victoria Chase. Lieber Kotze, ich rate ihr klingen, als mit ihr zu reden. Wir reden trotzdem mit ihr. Oh, Carrie Price! Oh, wie sie schon anfängt. Ich hasse Chloe. Oh, stimmt. Ich verallbere dich nur. Die Leute nehmen mich so ernst, seit ich mit meiner Fotografie...
den Beacon Prize gewonnen habe. Das in Kombination mit dem Vortex Club macht es schwer, die Leute davon abzuhalten, mich auf ein Podest zu stellen. Wie kann man so sein? Wie kann man so sein? Warum? Warum ist sie so? Ah! Wow, der Preis für junge Künstler. Keine große Sache, wirklich. Hunderte haben ihre Werke eingereicht und meine Fotografie gewonnen. Gratuliere. Der Beacon packt mich also auf das Titelblatt des Lifestyle-Bereichs. Wen interessiert? Boah, ich würde sie einfach gerne schubsen. Einfach so gerne schubsen. Nicht, dass sie sich ihren Kopf am Stein in der Mitte anschlägt und stirbt. Nein. Einfach nur, dass sie nass wird. Wisst ihr so? Einfach so ein bisschen schubsen. So. Ah, schon ein bisschen gemein. Sie aber auch. Du hängst mit dem Vortex Club rum? Ich bin technisch gesehen kein Mitglied, aber ich werde umworben. Ich bin nicht sicher. Der Club sollte aus der Elite von Blackwell bestehen. Stattdessen ist es so ein Anti-Mobbing-Händchen-haltender Kumbaya-Scheiß. Sobald ich im letzten Jahr bin. Ich hoffe, die lehnt sich zu weit über den Brunnen und ihr ganzes Top wird nass. So richtig unangenehm am Bauch. Das ist auch eine sehr, sehr coole Idee. Bin ich auch voll dabei. Es wäre auch noch besser, wenn es selbst verschuldet wäre. Mein D&D-Charakter ist so, die erzählt immer allen, wie toll sie ist und die Leute glauben mir. Okay, aber das stelle ich mir tatsächlich cute vor. Das ist halt dann nicht so biestig, weißt du, was ich meine? Also, okay, vielleicht ist dein Charakter so, weiß ich nicht. Aber so diese Biestigkeit, die jagt mir so einen Schauer über den Rücken und. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht. Mag ich Anja echt gar nicht. Was war das mit der Rachel? Rachel hat ein Selfie von euch gepostet, auf dem ihr euch herrlich amüsiert. Erzähl. Wir haben Kerl umgebracht. War eine recht normale Nacht für uns. Etwas Musik, ein wenig Tanzen. Wir haben jemanden umgebracht. Du bist so witzig. Im Ernst, Mann. Ich wusste nicht, dass du und Rachel so gut befreundet seid. Sind wir eigentlich nicht. Worauf steht sie? Weißt du es? Was ist ihr Ding? Drogen? Ich urteile nicht. Ich meine, wenn sie mit dir rumhängt... Oh, diese Abschätzigkeit, ey. Ehrlich, ich weiß nicht, warum du mit mir über Rachel Amber redest. Alle lieben sie. Kleine Miss Perfect. Du bist also neidisch auf Rachel Amber. Das geht hier ab. Alles klar. Gott, dafür habe ich gar keine Zeit. Ich doch nicht. Ich habe nicht mal meine Chemie-Hausaufgaben fertig. So wie du? Oder was? Was? Oh, komm mal. So sei ich Bock drauf. Es tut mir leid, Victoria. Ich wollte nicht unhöflich sein. Ich habe die Hausaufgaben erledigt. Soll ich dir helfen? Du hilfst mir. Natürlich, die letzte Aufgabe war schwierig, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, war die Antwort... Fluor, Iod, Kohlenstoff, Kalium, Tellur, Uran, Kohlenstoff. Perfekt. Danke, Kari. No problem. Kein Problem. Es geschieht dir so recht. Ah, es geschieht dir so recht. Die Zukunft braucht Exzellenz. Die Zukunft ist ein Arsch. Ach, Chloe. Ist mir so egal, dass es jetzt Konsequenzen haben wird mit Hausaufgaben. Es geschieht dir so recht. Einfach, weil sie so... Wenn ich zu spät zum Unterricht komme... This makes being high sound like a bad das klingt, als wäre... This makes das klingt, als wäre bekifft sein was Schlechtes. Acadia Bay, Fire... Danger Rating today. Low, high, very high, severe, extreme, catastrophic. Was hat das mit... Ah, das hat mit Drogen zu tun. I don't get it. Evans Arbeit ist eigentlich echt gut. Das würde ich ihm natürlich nie sagen. Die Gefahren von Waldbränden von Evan Harris. No, er gibt sich so eine Mühe. Aber es ist nur Hi? War das zweite wirklich nur Hi? Ach, Hi! Das klingt, als wären Drogen was Schlechtes, weil es
Hi. Okay, jetzt, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Oh mein Gott. Weil Hi sein, wenn man die nimmt, Mimi. Okay, danke. Ich habe selber geraucht. Aber auch nur in dem Moment, wo ich selber Hi gesagt habe. Aber ja, vielen herzlichen Dank für die Hilfe. Sehr, sehr appreciated. Wenn ich zu spät zum Unterricht komme, liefere ich Mama nur noch eine Ausrede. Der wird auf mich zu hetzen. Als ob wir nicht super spät dran sind, aber okay. Lul. Ich brauche manchmal einen Moment, aber meistens komme ich noch drauf. Let's go! Blackwell Academy 1910. Was zum Teufel? Was hast du da, Zappler? Nenn mich nicht so. Drew North, ein Sportler, der so dumm ist, dass Sportler schlecht dastehen. Nathan Prescott steht wohl auf seiner schwarzen Liste. Wow, das ist echt kranker Scheiß, Prescott. Das gehört dir nicht, gib es zurück. Ich find's scheiße, dass du jetzt im Team bist. Du bist so ein Versager. Oh, weiß nicht, ich hab echt keinen Bock auf die beiden. Wollt ihr das woanders machen, Jungs? Die Stumme spricht. What the fuck? Hey, Mann! Man verdient sich seinen Platz im Team. Dein Vater besticht nicht einfach den Coach. Wenigstens bezahlt meine Familie Schulgeld. Wie viel Stütze vom Staat bekommst du und dein Vater nochmal? Wow, miese Nummer, Nathan. Mein Vater hat seinen Job in der Werft verloren, wollte ich gerade sagen. Als dein Alter sie geschlossen hat. Lass Nathan in Ruhe. Weißt du was, Prescott? Ich tue dir einen Gefallen. Du kannst nicht Teil des Teams sein. Und gleichzeitig diesen blöden Scheiß machen. Du. Nein, ich bring dich um. Hört auf, Jungs. Hört auf. Chloe, unternimm was. Steh nicht nur rum und guck zu. Na. Oh, gar kein Bock. Ein Schulaufsteiger hält man nur mit Aggressionen auf. Ich muss Drew fertig machen. Verzieh dich, Idiot. Was zum Teufel hast du gerade zu mir gesagt? Zum Teufel. Verschwinde, sofort. Wow, das war schlecht, scheiße. Du setzt dich echt für Mason Prescott ein? Mason, Mitleid für Prescott. Gratuliere, du hast es geschafft, dass ich die verzogenste Göre von ganz Acadia Bay bemitleide. So ein riesiges Arschloch bist du gerade. Du bist so ein durchgeknallter Freak. Kümmere dich um deinen Kram. Weißt du, was irre ist, ist, dass du noch nicht sitzen geblieben bist. Wie das? Du willst dich mit mir schlagen? Kinderspiel? Oh, bitte. Dir in den Hintern zu treten, ist doch ein Kinderspiel. Findest du das lustig? Denkst du, ich mache Witze? Witze. You think I'm joking? Glauben. Denken, das ist ein hochtrabendes Wort für dich, Drew. Geh vorsichtig damit um. Oh yeah, wir haben ihn sowas von platt gemacht. Hast du gerade gelacht? Habe ich. Chloe hat sie gezeigt. Halt's Maul, Frischfleisch. Halt du das Maul. Oh. Samantha. Jetzt hat sie ihm mal gegeben. Hast Glück gehabt dieses Mal, Prescott. Zwei Mädchen haben dich gerettet. Nimm dein perverses Bilderbuch mit. Geht es dir gut? Ihr glaubt, ich brauche Hilfe von euch? Ja, gern geschehen. Geht's dir gut? Danke, dass du dich für ihn eingesetzt hast. Die Leute glauben, dass er nur wegen seiner Familie... Alles okay hier? Wo warst du die ganze Zeit? Alles okay, Skip. Oh Mann. Ich denke, das war jetzt der bestmöglichste Ausgang aus einer beschissenen Situation. Es freut mich, dass wir reden konnten. Mich auch. Ich weiß, du tust dein Bestes. Ich liebe dich. Wir antworten nicht? How dare you? Aber es ist schön, dass sie es nochmal. Schön, dass sie es nochmal sagt einfach.
Das Bild würde ein cooles Tattoo abgeben. Marihuana tötet. Okay. Ja. Gehen wir da jetzt rein? Oder bin ich müde? Oh, ich glaube, ich bin zu müde. Was ich sehr schade finde, weil ich sehr gerne weitermachen würde. Aber ich habe einen sehr anstrengenden Tag hinter mir. Aber den haben wir richtig cool beendet.